sagt Maria Prejan über Heilung? Ja, also das ist natürlich ein Kapitel, das Stunden füllen könnte. Ja. Ich habe mit 7 Jahren eine unwahrscheinlich tief ergreifende Erfahrung gemacht mit Heilung. Mein Bruder, der 3 Jahre jünger war wie ich, der war ein bisschen mehr, hatte einen Blinddarmdurchbruch. Er war der ersehnte Sohn meiner Eltern, der einzige. Und meine Eltern haben sehr geweint, als sie vom Krankenhaus nach Hause kamen und erfuhren, dass ihr Liebling vielleicht oder ziemlich wahrscheinlich diesen Blinddarmdurchbruch nicht überleben wird. Und ich liebte meinen Bruder auch sehr, ich liebe ihn auch heute noch. Und ich war so berührt, erstens einmal durch den Schmerz meiner Eltern und zweitens auch, ich war entsetzt, meinen geliebten Bruder verlieren zu müssen. Da bin ich in mein Schlafzimmer. Ich habe erst kurz vorher Jesus in mein Leben aufgenommen und habe wirklich mein Leben ihm geschenkt. Außerdem hat meine Lehrerin in der ersten Klasse mich Gott geschenkt. Ja, da bin ich aber erst viel später drauf gekommen. Ich bin auf die Knie und habe von ganzem Herzen zu Gott geschrien: Bitte heile meinen Bruder. Und plötzlich kam ich in einen Lichtkegel. Es war wie ein Strom des Lichtes von oben. Ich sah den Kreis um mich herum. Ich war in einem Lichtkegel. Und ich wusste, das ist die Antwort Gottes. Ich wusste ohne Zweifel, mein Bruder wird geheilt. Ich bin in die Küche gelaufen zu meinen Eltern und gesagt: nicht mehr weinen, bitte, bitte. Der Kurt, die wird geheilt. Und sie dachten, ich habe womöglich, ich kann mit dem nicht umgehen und sonst bilde ich mir das ein. Aber mein Bruder wurde geheilt. Er lebt heute noch und er wurde Arzt und er hat nie mehr Probleme gehabt in dieser Hinsicht. So, aber bei mir war wieder was anderes. Ich habe mit 20 Jahren solche Knochenprobleme bekommen, bin zum Arzt. Und er hat gesagt, ich hätte Osteoporose wie eine 100-jährige Frau. Niemand konnte sich das erklären. Ich habe meine Ernährung geändert, ich habe Vitamine genommen, ich bin zum Arzt, ich bekam Leichtstrombehandlungen. Und dann konnte ich mit Ach und Krach immer wieder durch die Woche durchhalten. Und dann hat Gott mich nach Amerika geführt. Und wie dieses Angebot kam, habe ich mir gedacht, ja, 2 Monate, das stehe ich doch. Ja? Ich bin mit einer österreichischen Volksmusikgruppe berufen worden, in Tennessee 2 Monate in einem Touristenort Zither zu spielen, was ich damals sehr gut konnte. Aber ich war mit einer Gruppe. Und als ich dort war und nach circa 3-4 Wochen sprach Gott zu mir: Bleib. Bleib in Amerika. Sage ich: Herr, unmöglich. Unmöglich. Ich bin krank. Und ich kann nicht in Amerika bleiben. Als Kranker überlebt man in Amerika nicht. Das ist teuer. Ja. Bitte, bitte, lass mich wieder zurückfliegen. Sagt er, ich werde dich heilen. Dann sage ich, das wird jetzt aber spannend. Denn kein Arzt in Europa hat diese Heilung bewirken können. Gut. Okay, habe ich gesagt, wenn du sagst, du wirst mich heilen, ich vertraue dir. Es waren keine 2-3 Nächte, nachdem er zu mir gesprochen hat, ich werde dich heilen, dass ich in der Nacht geträumt habe. Von meiner Kindergartentante. Und wie ich, das war so lebendig, ich war wie in einem Kindergarten versetzt und die Tante stand neben mir und hat gesagt: Papa, warum muss ich denn von der träumen, die mag ich ja nicht. Und genau deshalb. Aha, habe ich gesagt, und was soll ich tun? Sagt er, du hast der Tante nachgetragen, dass sie dich nicht beschützt hat, wenn die Buben dich immer wieder berührt haben. Ich wollte nicht berührt werden von denen, die haben sich einen Spaß gemacht, mich immer wieder zu stupfen oder was. Und ich habe nur geheult. Und dann hat die Tante immer mit mir geschimpft, nie mit den Buben. Ja? Und nach 3-4 Wochen hat meine Mutter mich vom Kindergarten rausgenommen, damit ich nicht mehr der Tortur ausgesetzt bin. Ich glaube, ich war ein erotisches Kind, aber es war für mich schmerzhaft. Und wie ich diesen Traum habe, war diese ganze Situation lebendig für mich wieder. Und ich sage: Herr, ich weiß ja gar nicht mehr, wie sie heißt. Ich weiß ja gar nicht mehr, ob sie noch lebt. Sagt der Herr: Ist alles nicht wichtig, Maria, vergib ihr. Dann habe ich nur gesagt: Vater, ich vergebe ihr, dass sie mich nicht beschützt hat.
vor diesen Buben und mich zusammen geschimpft hat, anstatt die Buben, die mich belästigt haben. Ja? Ich habe mich so schutzlos gefühlt. Mhm. Und wie ich diese Vergebung ausgesprochen habe, also wie ich um Vergebung gebeten habe, öffnet sich in mir eine Riesentonne und solche Schlangen kommen heraus. Eine, da stand drauf Mord, auf der anderen Hass, Nichtvergebung. Und ich war entsetzt über, über meinen Anteil an der Situation. Denn nicht, was wir erleben, sondern wie wir darauf reagieren, macht uns entweder bitter oder besser. Und im Englischen bitter oder better, da muss ich nur einen Buchstabe ändern, der Buchstabe I. Und das ist, bin ich. Und ich habe das nachgetragen. Und dann habe ich wirklich, also da war ich überführt, sag, Herr, ich bekenne diesen Mord, ich bekenne diesen Hass, dieses Nachtragen, diese Nichtvergebung dieser Tante gegenüber. Ich bitte dich, vergib mir und ich empfange deine Vergebung. Und so habe ich 3 Wochen jede Nacht von jemand anderem geträumt, die mir nicht mehr bewusst waren, die mich nicht beschützt haben. Und immer habe ich geglaubt, ich bin im Recht. Aber meine Reaktion auf sie hat mich gebunden. Und dann habe ich im Psalmen 38, ich möchte das jetzt nur kurz fassen, da steht drinnen, in Kurzfassung, als ich meine Sünde verschwieg, zerfiel mein Gebein. Und dann wusste ich, meine Osteoporose konnte nur entstehen, weil ich so viel Hass, Lüge, Nichtvergebung in meinem Herzen hatte, ohne mir bewusst zu sein. Wisst ihr, ich wollte immer ein braves Kind sein. Und dann habe ich diese Sachen unterdrückt, bevor sie mir überhaupt bewusst wurden. Und in der Nacht hat Gott diese ganze unbewusste Schuld heraufgebracht. Und ich konnte allen Menschen vergeben. Nach 3 Wochen hörten die Träume auf. Sage ich, Herr, heilst du mich jetzt? Und in der nächsten Nacht hatte ich tagelang dieselben Erfahrungen wie bei Leichtstrombehandlungen. Mir wurde damals prophezeit, dass ich spätestens mit 40 im Rollstuhl bin. Denkst du, der Herr Jesus heilt. Ich bin gesund, ich habe Knochen wie eine junge Frau. Gott hat alles geheilt, weil meine Seele geheilt wurde. Und so denke ich, dass viele Krankheiten, besonders Magengeschwüre, oder wir verdrängen so viel. Wir müssen echt werden. Wir müssen transparent werden vor Gott. Er möchte uns ganzheitlich heilen. Geist, Seele und Körper. Und heute bin ich gesünder denn je. Denn ich sage immer, Herr, durchforsche mein Herz, ob da noch Wege der Pein sind. Und wenn er das tut, tue ich sofort Buße, Umkehr, bekenne, empfange Vergebung und die Heilung findet statt. Ihr Lieben, ihr wisst, ich bin schon etwas in vorgerückter Jugend. Ich habe heute Knochen wie eine 20-Jährige. Ich habe einen Blutdruck von 94 zu 64. Ich bin gesund, ich bin voller Freude und voller Energie. Und das möchte Gott. Er möchte, dass wir durch und durch heilig, geheiligt und gesund werden. Also, bitte den Herrn, dass er dein Herz durchforscht, wo da noch Wege der Pein sind, die dich bewusst oder unbewusst quälen. Und bringe es ins Licht und empfange Vergebung und empfange Heilung. Shalom, Shalom.